Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuschauer. Wir haben hier das Race zwischen Duden und Rallen. Das ist also eines unserer Achtelfinals. Duden führt zurzeit mit einem Sieg in diesem Best of Three. Lassen, wenn er das Race heute gewinnt, steht Duden im Viertelfinale und Rallen muss dieses Race gewinnen, um eben ein drittes Spiel in dem Best of Three zu erzwingen und dadurch eben vielleicht noch eine Chance haben, zusammen weiterzukommen. Ja, ich bin Maxi Antelos und an meiner Seite ist Azad. Guten Abend. Hallo an alle. Schön, dass ihr uns zuschaut. Schön, dass ihr dabei seid. Es wird ein wilder Ritt. Auf jeden Fall. Der Modus ist ein Key Sanity mit Startboots. Also auf jeden Fall ein netter Modus, wo die Logik doch eine sehr große Bedeutung hat und wo eben auch die erfahrenen Runner, die hier auf jeden Fall spielen, und sicherlich auch einige Sachen zeigen werden, die eben in Logik, die man eben aus der Logik dann herauslesen kann. Ja, wie die meisten schon wissen, bin ich ja noch nicht ganz so lange dabei. Das heißt, ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich Max Antolos mit dabei habe, der mir bei der Logik mit Sicherheit ein bisschen weiterhelfen kann. Und schon geht's los. Ja, und direkt mit einem unterschiedlichen Start. Duden startet bei links aus. Oh, und macht ja einen Start, den ich persönlich auch sehr schön finde. Geht direkt zu Sahasrara. Und Rallen macht so den klassischen Senkstart, Bonecrocs checken und dann sehr wahrscheinlich nach Kakariko. Na, denke ich auch. Bonecrocs natürlich erstmal und dann nochmal schauen, was auf Lumberjack. Erstmal gucken, muss Aga direkt oder können wir es uns schenken? Ja. Wobei ich bei Key Sanity oft gesehen habe, dass auf Lumberjack tatsächlich entweder ein großer oder kleine Schlüssel versteckt sind. Ja, ist auch gar nicht mal so ungewöhnlich, einfach deshalb, weil große und kleine Schlüssel gibt es halt einfach verdammt viele im Itempool. Und meistens auch welche, die nicht mal wichtig sind. Wir sehen sogar, Rallen scheint die Lumberjack Legend zu skippen. Ganz einfach deshalb, weil man eh schon zwei Castle Tower Small Keys braucht, um Castle Tower abschließen zu können. Kann natürlich sehr gut sein, dass auch einer davon in GT liegt und dann spart man sich einfach den Weg darauf. Also sieht nicht so aus, als würde Rallen da unbedingt hinlaufen wollen. Nee, sieht nicht so aus. Bugnet hat er auch liegen lassen. Ja. Mal schauen, zur Not weiß er ja, wo es ist. Genau. Ja, grundsätzlich braucht ein Runner von Rallenformat natürlich kein Bugnet. Ich hätte es an seiner Stelle wahrscheinlich auch nicht mitgenommen, aber ich hätte mir danach gewünscht, das endlich getan zu haben. holt ihr auch keine Bomben? Doch, macht er. Es ist halt einfach eigentlich schon schön, die Safety, also die Möglichkeit für eine Safety zu haben. Ja, wir wissen ja auch nicht, wann das Schwert auftauchen wird. Kann immer mal hilfreich sein. Ja. Und Duden hat hier bei der Buschkrabbe 20 Rupees gefunden, hat sich aber dagegen entschieden, die weiterzufarmen. Finde ich interessant, hätte er ruhig machen können. Vielleicht spekuliert er drauf, dass wir ja in Kakariko, weil es ja doch einige Items zu holen gibt, vielleicht auch ein bisschen Cash bekommen, da das ja in den letzten Games schon häufig der Fall war, ne? Ja. Eigentlich wurden wir ja mit Geld zugeschmissen. Oh, die Moonpearl bei Rallen in Kakariko. Im Blind Hideout. Aber die wird sich ja Duden, denke ich, auch gleich abholen gehen, oder? Ah, das sieht stark danach aus. Jo. Ach ja, natürlich auch noch einen Shoutout an der Stelle an Kromp, unseren Tracker. Der hier heute also das Race zusätzlich noch begleitet. Gerade bei Key Sanity ist das Tracken ja immer doch nochmal eine besondere Herausforderung. Besonders viele Sachen, auf die hier geachtet werden muss. Ja, hatte ich eben auch gar nicht gesehen. Habe ich jetzt gerade bei Duden gesehen, dass wir den Big Key für Desert auch gefunden haben in Blind Hideout. Ja, und da ist ein Handschuh bei Rallen hinten im Well und keine Bomben. Aber das ist der Hammer. Ja, für der Hammer. Aber das könnte jetzt für Duden, wenn er direkt in den Rail geht, was er nicht tut. Oh, das wird jetzt für Duden ärgerlich werden. Weil er hat keine Bombe und er wird auch keine Bombe bekommen. Das heißt, Duden wird hier den Handschuh skippen.
Das ist bitter. Das ist es auf jeden Fall. Also, wenn du denn jetzt hier nicht noch irgendwie... Puh. Das kann jetzt sehr, sehr spät werden, weil Rahlen hat jetzt bereits Darkwood Access. Hat ja einen Hammer, einen Handschuh und die Moonpearl. Ja. Und ich kann mir halt durchaus vorstellen, dass Rallen dann auch relativ schnell in die Darkwood gehen wird und Duden natürlich nicht. Ja, mal sehen. Im Moment hat Duden auch zu wenig Bomben. Nicht Bomben, zu wenig Geld, um sich Bomben zu kaufen. Hm, 20 fehlen noch. Na, ich verstehe nicht so ganz, warum er. Ach, eine Vanilla Bottle auch in der Taverne ist mir bei Rallen gar nicht aufgefallen. ich verstehe auch nicht so ganz, warum Duden nicht bei der Pushkrabbe, die schon 20 Rupees gedroppt hat, nicht einfach noch ein paar mehr gefarmt hat. Ist ja eigentlich doch immer eine ganz schöne Möglichkeit, früh an relativ viel Geld zu kommen. Jetzt nimmt er hier die 20 Rupees von der Library mit. Mal sehen, ja, wie es läuft. Ja, aber wir sehen es jetzt auf jeden Fall bei Rallen. Er geht direkt hoch zu dem Darkworld-Portal. Ja, und jetzt hat Duden eben die Frage. Ich kann mir kaum... Ich meine, ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass er jetzt nochmal für den einen Check und die 10 Bomben zurücklaufen wird. Das glaube ich auch nicht, dass er das macht. Also da sehe ich ihn jetzt auch nicht hingehen. Aber andererseits hat Rallen einen Bicky hier geskippt. Auf dem Race Game und den Eastern Bicky. Ja, also so ein wichtiges Item auf Race Game ist jetzt für Rallen auch nicht so schön, weil das ist halt auch eine Location, die man eben sehr gerne dann liegen lässt, vor allem wenn man keinen Spiegel findet. Ja, führt schon zu interessanten Kombinationen, schon gleich zu Anfang. Wir sind 5 Minuten drin, fast 6 und geht schon wild los. Jetzt schon 2 komplett unterschiedliche Routen, ja. Auf jeden Fall ein guter Start für dieses Race. Ja, Duden hat jetzt Bomben gekauft und wird jetzt wahrscheinlich die Südroute spielen, ja. Und Rahlen hat gerade in Skywoods den Spiegel gefunden. Oh ja, das ist ein sehr guter Fund für ihn. Das heißt, er wird das Race Game dann wahrscheinlich einfach mit dem Digging Game kombinieren. Und wird dann auch seinen Eastern Palace Bicky finden. Oh Gott, und auch noch ein Schwertling hier in Skywoods. Also, ja doch, das Early Game läuft auf jeden Fall gerade richtig gut für Rallen. Ja, denke ich auch. Bei Duden habe ich es gesehen, nebenbei hat den Mushroom gefunden. Und ja. Beim Floodgate Chest. Sunk Treasure war, glaube ich, der Mushroom. Das Treasure war das Cape. Aber auch das ist ein interessantes Item und das im Damm der Firewood. Also Duden hätte die Möglichkeit, wenn er nach Skywoods geht und das Schwert da holt, könnte er gleich Skywoods abschließen. Was Rallen auf jeden Fall nicht kann, weil ihm halt der Firewood fehlt. Könnte dann auch wieder ein kleiner Time-Safe für Duden sein. Jetzt sehen wir gleich schon mal bei rein, ob das Cape etwas wert ist. Wird hier gleich die Bumperledge checken. Und finde da 3 Bomben. Also. Wow. Und der Firebird und der Icewood liegen mal wieder direkt nebeneinander. Ja, und auch so Maria sehe ich. Also theoretisch schon Turtle Rock-Zugang. Die Abschlussmöglichkeit braucht man nur Schlüssel. Ja, fast zumindest. Es fehlt noch irgendwie an den Mits, aber... Und an den Medaillen, aber wir sind schon erstaunlich, haben schon erstaunlich viel Equipment für Turtle Rock. Also es kann sein, dass der dann schon hier wirklich auch relativ früh schon mal besucht werden möchte. Ja, wir wissen ja noch gar nicht, ob es Crystal oder Pendant Dungeon ist. Bisher habe ich noch keinen Map-Check gesehen, du? Nö. Das liegt aber auch daran, dass ich bei Key Sanity... man gar nicht sieht, ob es ein Crystal oder ein Pendant ist, bis man die Karte von dem Dungeon gefunden hat. Ich glaube, 2 Karten oder so hatten wir schon. Ja, das
Es ist halt noch nicht so das Argument, dass man jetzt unbedingt einen Map-Check macht. Die Sache ist halt dadurch, dass die ganzen Keys geschaffelt sind, sind ja quasi eh alle Dungeons viel mehr wert, weil da eben in jeder Kiste ein Item ist. Also es ist sehr oft in Keysanity so, dass man eh in alle Dungeons früher oder später mal reinschauen muss. Also da ist es halt meist eher so, dass die Warner dann eben solche Sachen checken, wie Duden hat es ja schon gezeigt mit Zerhasrala, den man ganz gerne anspricht, weil der einem gleich auch verrät, in welchem Dungeon man das Green Pendant bekommt. Was in diesem Seed Palace of Darkness ist. Oh, da liegt ein Bogen. Und bei Rahlen die Mids und die Flöte auf Back of Escape. Hui. Okay. Damit kommt Rallen, wenn er. Ja, nee, damit kommt Rallen bereits auf den gesamten Berg. Also, er würde sogar bis Turtle Rock kommen mit diesem Equipment. Und das auch komplett in Logik, nur halt eben dann nicht weiter. Ja, dafür müsste er Also. erstmal die Südroute ablaufen und sich Ice Rod, Fire Rod und Somari abholen gehen, ne? Das hat er noch nicht gemacht. Das stimmt. Aber auch das wird für ihn natürlich angenehmer werden, weil er hat jetzt schon die Flöte. Oh, jetzt habe ich es nicht genau erkannt. War das ein Ich konnte Wiki? es auch nicht erkennen. Es war auf jeden Fall ein Key. Ich weiß nicht, ob es der große oder der kleine war. Ich tippe auf klein, aber ich bin mir nicht sicher. Ich hätte es auch eher für einen kleinen gehalten. Also, wir werden es ja sehen, vielleicht. Ob der, oder auch nicht, ob der relevant wird. Ist ja trotzdem noch die Frage. Ja, und Duden, oh, muss ja aufpassen. Ja. Oh, hat aber Glück gehabt. Wird hier jetzt gleich einen doppelten Waterwalk aufsetzen. Er hat nämlich diesen Bogen auf der Serverledge gesehen und hat da eben doch große Lust, den zu holen. Also ein doppelter Waterwalk ist quasi ein Glitch, bei dem man zwei Waterwalks hintereinander aufsetzt, damit man halt einmal in Servers Gebiet hineinlaufen kann. Und Drei Bogen, dann. drei Pfeile, oder? Ja, würde er gerne machen, aber er hat keinen Bogen. Stimmt, ohne Bogen ist das natürlich schwierig mit den Pfeilen, das ist ja klar. Aber wenigstens hat er jetzt die Bomben, ne? Ganz genau. Ja, deswegen ist halt der Bogen gerade an der Stelle noch so besonders lustig. Aber ja, und dadurch, dass Duden halt auch schon den Eastern Palace Big Key hat, ist das halt eben ein abschließbarer Dungeon für ihn. Also, durchaus ein sinnvoller Play. Setzt jetzt hier seinen zweiten Waterwalk auf, also quasi den durch die Moon Pearl. Und muss jetzt hier einmal durch Servers Gebiet laufen, ohne dabei auf eine Insel zu laufen, aus Versehen. Und kann dann hier gleich den Wasserfall runterspringen und ist dann immer noch in einem Laufmodus. Oder auch nicht, weil es nicht klappt. Puh. Und Prahlen hat in Desert den Hookshot gefunden. Aha. Eieieiei, das ist aber auch. Was für eine Itemdichte. Wir haben ja fast schon. Ja. Verrückt. Ja, ein sehr frontlastiger Seed, wobei man halt sagen muss, er findet halt noch nicht so viele Keys, wobei auch das stimmt nicht mal so richtig. Er hat ja auch davon schon einige. Ja, nee, also für Rallen läuft das gerade richtig, richtig gut, das Early Game. Aber Odud findet auf dem Onkel ein Schwert. Wie man schon am Onkel selbst erkennen konnte, der es ja auch in der Hand hält. Wow. Ein Schwert und 10 Bomben beim Onkel, gleich zwei Start-Items im Standard, um halt die Escape-Sequenz auch durchspielen zu können. Ich bin gespannt, woran es nachher liegt. Was wird das, was nachher gesucht wird, ne? Oh Gott, und schon wieder ein Biki, ja. Für Thievestown. Ich tippe drauf, dass die Medaillons nachher der wilde Suchmodus werden. Oh, ja, oder halt irgendwie ein
Oder irgendein Big Key noch für irgendeinen Dungeon. Mich die ganze Zeit, ob wir im Vergleich zu der Itemdichte die ganze Zeit auch relativ viele Small Keys bekommen haben. Also ich glaube, im tatsächlichen Vergleich sind wir da noch recht schwach weggekommen, oder? Auf jeden Fall. Aber das ist halt meist auch ein Zeichen für einen schnellen Seed, weil für viele Dungeons braucht man nicht so viele Small Keys, wie sie haben. Gerade Palace of Darkness braucht halt, wenn man ihn nur abschließen muss, braucht man genau einen einzigen Small Key. Der ganze Dungeon hat 6 Stück allerdings. Ja. Natürlich, wenn man Palace of Darkness full clearen möchte, braucht man deutlich mehr. Ja. Hat jetzt auch die Fee freigelassen aus der Flasche, wahrscheinlich um den Death Warp zu nutzen. Ja, sucht halt hier relativ ausgiebig nach seiner Progression natürlich. Oh, ein Turtle Rock Biki hier in der Zelle, das ist ein sehr guter Fund für ihn tatsächlich. Denn Rallen sehe ich jetzt so schnell nicht nach Hyrule Castle gehen, er hat einfach so viel offen durch das ganze, was er gefunden hat. Also das wäre auch so ein kleines Comeback-Potenzial für Duden, wenn jetzt Turtle Rock eben ein Crystal Dungeon ist. Braucht Rallen den Turtle Rock Biki früher oder später? Tracker auf Spectacle Rock, ich hab's nicht ein. Ach, so ein Schild. Okay. Ja, und Duden hat jetzt hier auch schon einen Castle Tower Small Key und kann also gleich die zweite Kiste hier öffnen. Hat allerdings keine Magie und muss sich hier dann doch relativ mit einem halben Herz. Ah, das, ja. Das wird schwierig. Macht ja einen Death Warp und wird gleich nochmal mit vollem Leben das nochmal versuchen. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Ich komme gar nicht nach. Ja, ist schon relativ viel los. Gerade jetzt rein hier mit dem Paradox Cave. Ist halt natürlich auch einfach ein ganzer großer Haufen an Items, den er hier finden wird. Mal schauen, was da so dabei ist. Oh, unser erstes Rebellion. Ja, und Duden wird jetzt halt weiter nach seinem Handschuh suchen. Wo geht's jetzt hin? Er startet im Sank, das... Back of Escape vielleicht? Er hat ja keinen Handschuh, also kommt er da gar nicht hin. Er hat ja noch gar keinen Handschuh, kommt er ja gar nicht hin. Ich denke, er geht jetzt wahrscheinlich wirklich tatsächlich zum Bottlewender. Nicht zum Bottlewender, zum Well zurück. Immerhin spart er sich damit den Dip von Eastern Palace. Ja, wird sich aber gleich natürlich tierisch ärgern. Wobei das vielleicht gar nicht muss. Weil er ja doch einige echt gute Sachen auf dem Weg gefunden hat. Ja, aber die Begeisterung sieht man ihm dann doch an. Es ist kein Item, was man dann eben doch so spät finden möchte. Aber ja, wie gesagt, es ist nicht so schlimm für ihn. Er hat ein Fireword, ein Icewort, ein Sumaria gefunden, den Turtle Rock Biki. Ja, also er weiß wahrscheinlich nicht, dass Duden die Südroute noch, dass Rahlen die Südroute noch nicht gelaufen ist und denkt vielleicht, dass er dieselben Items auch am Start hat mit Ice Rod, Fire Rod, Sumaria. Ja, und vor allem der Turtle Rock Biki. Also Hyrule Castle ist so unangenehm, wenn der ganze Seed offen steht. Da geht man halt doch lieber in irgendeinen Pendant Dungeon an Rahlens Stelle. Und zumindest würden das viele Spieler tun. Also ich denke, dass Duden hier durch sein Early Game gar nicht mal so viel verloren hat.
Weil natürlich die Items, die ihr reingefunden habt, schon ziemlich gut sind. Gerade die Flöte und der frühe Spiegel auch noch. Ja, die Flöte macht Rahl natürlich noch ein bisschen mobiler, aber... Ich sehe jetzt Duden auch dahin gehen und die Flöte auch bald bekommen, also von daher... Ja, und sie hat unser Map-Check gesehen, dass Turtle Rock auch tatsächlich ein Crystal Dungeon ist. Und das ist natürlich für Duden jetzt eine sehr gute Nachricht, auch wenn er es natürlich jetzt zurzeit noch nicht weiß. Aber der Turtle Rock Wiki ist hart required. Ja, nächster kleiner Vorteil für Duden, er kann jetzt hier eben Skalwitz auch direkt abschließen. Wird jetzt hier in der Skalwitz Pictures gleich nochmal ein weiteres Schwert finden. Und mit Master Sword, 5 Herzen. Und einem Hammer hat er auch, wird ein Runner von seinem Format auf jeden Fall auch mit der Motto durchaus klarkommen. Auch wenn es halt mal kein einfacher Boss ist. Jetzt auch seinen Spiegel bekommen, das zweite Schwert natürlich. Mhm. Wie nennt man das, wenn man hier bei Tower of Hera die, ich nenne das jetzt mal Abkürzung, nimmt? das ist der Hera-Pot. Also heißt einfach wirklich quasi genau nach diesem Pot. Ja, das ist wirklich auch der Name für den Glitch. Pragmatisch, ne? Ja, auf jeden Fall. Weiß auf jeden Fall jeder auch, was gemeint ist. Ui, und für den Herabiki gibt es die wichtigste Map von allen. Die Map für Ganon's Tower. Ja, die braucht man dringend, ganz wichtig. Sonst wäre man ja überrascht, wer einen da nachher erwartet, ne? Ja, ganz genau. Apropos Turtle Rock, GT, habe ich gerade Turtle Rock gesagt, oder? ich meinte die Map für Ganon's Tower eigentlich. Was natürlich in Key Sanity auch nochmal so ein Item ist, das immer ein bisschen Angst macht, ist der Big Key für Ganon's Tower. Der kann halt quasi fast überall im Seed liegen. Und kann ja auch nochmal so ein richtig großer Game Changer sein zu jedem Zeitpunkt. Ja, und Ralf schließt seinen ersten Dungeon ab mit Tower of Hera. Das ist aber nur ein Pendant. Ja, Duden ist ja auf dem Weg, Skywards abzuschließen. Das wäre dann auch sein erster Crystal. Das hat er auch schon, glaube ich, gewusst, ne? Mhm, genau. Sieht man auch bei ihm oben links im Interface, steht das große C. Das heißt, wird immer dann angezeigt, wenn man die Karte schon gefunden hat. Dann bedeutet C Crystal und P Pendant. Jo. Bei Cave bei Rahlen war jetzt nicht so spannend. Ein paar Pfeile. Ja, weil wir den Bogen noch nicht haben. Das ist nutzlos. Das stimmt. Generell der Berg irgendwie nicht so sonderlich ergiebig. Meine Knowledge auf jeden Fall, dass wir das Quake für Turtle Rock brauchen. Aber ja, da hört es schon fast auf mit den guten Sachen. Und Duden hat hier einen sehr schönen Mattenfight gemacht und wird mit dem blauen Boomerang belohnt. Zwei Red Crystals, Desert und Turtle Rock. Rahlen gerade gecheckt beim Bombenverkäufer. Mhm. Ja, und jetzt geht's erstmal zur Hype Cave. Immer ein schöner Check. Nimmt man den Kiesanity auch gerne früh mit. In dem sich natürlich ein bisschen unangenehm schon fast sieht, um zu machen, weil man halt in Kakariko direkt den Dark World Access hatte und dann will man halt auch da in diese Dark World gehen. Ja, nach dem, was wir gesehen haben, kann es ja auch nicht mehr ganz so hype sein. Ja. Oh. Potkey? Oh ja, so ein Potkey.
Ja. Nicht zu schlecht, also nimmt man schon gerne mit. So, und rein Mörd hier wird jetzt wahrscheinlich dann zur South Shore gehen. Finde ich interessant, dass er das so rumspielt. Ich meine, er hat ja die Flöte theoretisch. Hat jetzt auch erstmal die restlichen Darkwood-Tracks in der Gegend machen können. Ja, aber dadurch kommt er jetzt natürlich auch an die Items, um quasi Turtle Rock aufzumachen. Aber er müsste sich natürlich tatsächlich erstmal den Biki im Schloss abholen gehen, ne? Ja, und da bräuchte halt auch immer noch das Quake, was Turtle Rock ja am Ende öffnet. Und ich bin mal gespannt, ich glaube fast, dass Rallen. Okay, ich wollte gerade sagen, vielleicht eventuell vorhat, den Damm zu skippen, aber da geht er jetzt doch hin. Ja, kriegt er sein Firewatt. Und wird dann auch gleich das Cape zumindest sehen. Ich denke nicht, dass das mitnehmen wird, weil. Oh gut, okay. Macht das natürlich. Wollte gerade sagen, wahrscheinlich nimmt das gar nicht mehr mit, weil er ja schon den Kenneth Burner hat und schon gesehen hat, dass sie beim Palace nichts Wichtiges hat. Aber ja. Ändert auch nicht viel. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Rallen sich jetzt gleich für Thiefstone entscheiden wird. Den Thiefstown-Check haben wir ja gerade bei Duden gesehen, aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass er da irgendwie was Besonderes noch bekommen hat. Nee, eigentlich nix, ne? Na, den Eispalast ist Biki immerhin. Ist kein super wichtiger Biki, aber man hat ihn immer ganz gerne, wenn man nach Eispalast geht. Allein schon, weil er. Allein wegen der Big Chest. Wenn in der Eispalast Big Chest was Wichtiges drin liegt, ist das eine ziemlich garantierte Last Location später. Wow, und der Ganon Tower Biki im Digging Game. Eieieiei. Meine Güte, damit fehlt uns langsam, aber was ist ja echt nicht mehr viel zum Go-Mode. Nee, wirklich nicht. Also gut, wir brauchen natürlich noch das Quake-Medaillon, um nach Turtle Rock reinzukommen. Und wir brauchen drei Turtle Rock Small Keys. Und das allein für den Dungeon. Aber wenn halt Swamp. Ah, ja, gut, okay. Swamp und Maya können wir halt zurzeit auch noch nicht abschließen, also. Es werden natürlich noch ein paar Items gebraucht, das ist bei Key Sanity aber auch ganz normal, aber. Wir nähern uns doch relativ schnell zu einem Zustand, den man halt, naja, viel fehlt nicht mehr bezeichnen kann. Nee, ich habe zwischendrin mal versucht, irgendwie die Schlüssel mitzuzählen, aber ich bin da jetzt auch raus, ne? Das ging alles so schnell. Der arme Kromp ist nicht zu beneiden gerade. Das stimmt. Also nochmal ein riesiger Shoutout an Comp an die Stelle. Key Sanity tracken wirklich ist eine echte Herausforderung. Und dann macht das bis hierhin auf jeden Fall wunderbar. Ja, ganz toll. Danke, Chrome. Super geil. Ich habe schon lange den Überblick verloren. Was passiert hier eigentlich? Ja, für Duden gibt es jetzt echt interessante Optionen. Dadurch, dass er den Eispalast Biki hat, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er sich jetzt auch sehr schnell dafür entscheidet, nach Eispalast zu gehen. Ah, Quatsch, er hat die Mitte noch nicht gefunden. Na gut, dann natürlich nicht. Aber wo lagen die Mitte denn? Ich dachte, die lagen in Village of Outcasts. Nee, Back of Escape, oder? Ach so, oh ja, okay. Konnte vorhin noch Gut. nicht vorbei, da hatte er die ersten Handschuhe noch nicht. Ja, dann ist natürlich klar, warum Duden nicht nach Espeles geht. Rein jetzt auch bei der Mutter. Und
natürlich auch ganz sauber durch. Ja, solider Fight auf jeden Fall. Ah, ich bin mal gespannt. Du gehst jetzt Richtung Catfish, wie es aussieht. Und er hat jetzt den roten Boomerang und einen Sumaria. Das heißt, er könnte jetzt eine andere Splash Deletion machen, für die man keinen Bogen braucht. Um eben den Bogen zu bekommen. Mal schauen, ob er das jetzt vorhat zu machen. Den Mushroom hat er jetzt nicht abgegeben, obwohl er gerade da war. Ja, ich meine, er hat die Flöte, er kann es jederzeit machen und mit dem Sumaria kann er Fake Powdern. Und ich weiß halt nicht, wie sich Duden in dem CTR ja zurzeit fühlt. Wenn man sowas wie die Handschuhe früh liegen lässt, fühlt sich das halt selten gut an. Also es kann sein, dass Duden hier auch sagt, er möchte gerne Fake Powdern, um vielleicht einen kleinen Vorteil irgendwo zu bekommen, wenn da was Wichtiges drauf liegt. Okay, und geht hier nicht auf den auf die Splash Deletion. Hätte ich jetzt eigentlich echt gedacht, dass er gleich nochmal versucht, den Bogen zu holen. Dafür jetzt aber seine Mütze. Und die Flöte. Und die Flöte. Ja, sind auch so Items, die man. Wenn du sie nach 30 Minuten holst, denkst du ja, das hätte ich auch nach 6 Minuten haben können. Also, die Gesamtsituation kann sich für Duden zurzeit echt nicht so toll anfühlen. Halt, die eine Sache, die wirklich so in seine Richtung läuft, ist der Turtle Lock Biki. Ja, er checkt jetzt auch noch Dark Cross, wenn ich das richtig sehe. Hab ich gedacht, komm, machen wir noch gleich den Weg da rein. Ja. Wird mit einem Herzteil belohnt oder bestraft, je nachdem. Ja, Ralden hätte ja einfach nur Len Molas besiegt. Ich glaube, in dem Dungeon selbst war er gar nicht drin, oder? In Desert Palace? Glaube nicht. Direkt durch. Hofft also, dass er den Desert Small Key noch findet, bevor er in den Dungeon selbst reingeht. Na gut, vielleicht wartet er auch einfach noch da drauf. Er muss ja nachher auf jeden Fall nochmal checken, was mit Maya ist. Vielleicht dann nochmal reindippen, wenn dann wirklich noch Medaillen fehlen sollte, ne? Ja, und aus Ralens Perspektive fehlt ja auch noch einiges mehr. Er weiß von dem Bogen noch nichts. Ihm fehlt noch der Eastern Palace Big Key auf jeden Fall, den er wahrscheinlich jetzt gleich mit dem Race Game kombiniert finden wird. Dann entscheidet sich noch immer gegen Thiefstone. Oder auch nicht. Als ob er dich gehört hätte. Ja. Ah, stimmt. Der Chat weist uns gerade drauf hin. Klar. Da war Ryan schon vorhin in Desert, da hat er ja den Hookshot gefunden. Ach ja, stimmt. Ja, ja. Hookshot. Den sich Duden gleich auch abholen wird. Klar, jetzt hat er den Dungeon ab. Ja, alles klar. Stimmt, Ryan hatte vorhin keinen Firewall, deswegen konnte er nicht zum Boss gehen. So. Genau, und den Hookshot holt sich Duden jetzt auch. Ja, und jetzt mal rein. Die Frage, geht er gleich weiter? Oder geht er raus? Das sieht aus, als wäre die Antwort, dass er weitergeht.
Ja, ich glaube, eine Info über Thiefstown hatten wir auch noch nicht. Ob es ein Crystal oder ein Pendant ist. Ja. Was halt unangenehm für ihn ist, er hat den Thiefstone Smoky nicht. Das heißt, er wird hier die Thiefstone Big Chest nicht öffnen können. Was immer dann sehr unschön ist, wenn da dort eben da ein wichtiges Item drin liegt. Aber das ist natürlich auch eine Sache, die bei Keysanity dazugehört. Irgendwo muss man Items skippen und da findet Duden einen den zweiten Bogen. Auf der rechten Seite von Desert Palace. Das ist natürlich dann, wenn vor allem wenn Duden doch, wenn Rallen auch schon in Desert war, eine gute Sache für Duden. Weil, na gut, okay, Rallen wird halt wahrscheinlich irgendwann auch die Flippers finden und dann auch bei Sova vorbeischauen und da den Bogen sehen und finden und dann mitnehmen. Ja, aber Duden hat jetzt eben zum Beispiel auch Eastern Palästina abschließen können. Ja, es geht mit großen Schritten voran, also ganz wild. Also zur Not könnte Duden, wenn er so unbedingt wollen, würde sich auch noch die Sivers holen, aber es ist eigentlich kein notwendiger Check mehr, ne? Nö. Vor allem, wir haben es gerade bei Rallen gesehen, er hatte einen Master Sword im Attic von Thiefstone gefunden. Wäre für Duden dann das Tempered Sword. Und wenn du einen Tempered Sword hast, bringen die Silvers auch nicht mehr so den großen Time Save. Also gerade wenn man den Weg zu den Silvers bedenkt. Ja, höchstens wenn er zu Zora muss, dann natürlich schon. Den Check haben wir ja noch von keinem Davaner gesehen, weil der Seed echt etwas geizig mit Geld ist. Ja, das stimmt. Ich habe auch eben zum ersten Mal gesehen bei Dune, dass er tatsächlich mal pleite war. Ja. So lange nicht mehr gesehen. Das stimmt, das sieht man nicht oft. Ja, also wir sehen es bei beiden Runnern, dass ja wirklich auch Checks, Sachen geskippt werden. Rallen hat ja jetzt eben erst das Chess Game gespielt. Einfach weil er das Geld dafür nicht hatte. Aber ja, das kann gerade natürlich bei Key Sanity vorkommen. Wenn man halt einfach viele Keys und Kompasse und Karten früh findet, dann findet man halt dafür kein Geld. So. Jetzt auf jeden Fall der Blindfight. Solides Skript. Sehr schön. Ja. Aber Thiefstone, ach, ist ein Pendant. Das sieht Rallen sehr ungerne gerade. Ja, das fühlt sich jetzt nicht so toll an. Du hast jetzt, also Rallen hat jetzt die Schaufel, auf der noch was Wichtiges für ihn liegen kann, natürlich. Also, das Einzige, was er jetzt daraus geholt hat aus Thiefstone, war halt das Schwert. Und das ist zwar nett, aber jetzt auch nicht so hervorragend. Ja, ich frag mich gerade. Oh, man könnte ja zum Spaß aber einfach mal noch den dritten Pendant Dungeon machen und dann einfach mal Pedestal ziehen. Das stimmt. Da liegt ein Quake oder so. Wäre auf jeden Fall theoretisch möglich. Den dritten Pendant Dungeon könnte Rani auch schon herausfinden, indem er dann bei Sahasrara danach fragt. Oder er weiß sogar schon, dass es der Spot ist. Umso besser. Wird jetzt hier gleich zwei Biggies finden oder hat er gerade den Eastern Biggie gefunden? Gibt gleich noch der GT-Biggie hinterher. Ja, und Luden hat so ein bisschen die Qual der Wahl. Wo geht's hin? Tradet sich für den Berg. Okay. Gibt auch den Opa. Wir wissen ja, da gab es nicht viel außer ein paar Mark. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich an Duden Stelle gerade oder bei Duden ganz gerne ein Ice Palace Play gesehen hätte. Er kann den Dungeon eben abschließen mit dem Fireword. Er hat den Sumaria, er hat den Biki. Müsste halt Fake flippern, aber ja. Aber gut, er möchte natürlich auch wissen, welches Medaillen er für Turtle Rock jetzt eigentlich braucht. Es liegen ja auch noch einige Checks auf dem Berg. Duden weiß ja nicht, dass wir da bisher eigentlich relativ wenig Ausbeute hatten. Das stimmt. Ja, die Sache bei Espelis ist halt,
Ice Palace ist halt auch so ein komplett isolierter Dungeon, wo man halt einfach 8 Items rausbekommt. Und ja, früher oder später muss man es halt eh machen. Ja. Naja, macht auch eh nicht für. Oh, die Lampe für Rallen. Hier auf den Hammerpacks. Und auch die Smith Chain bei Rallen, die haben wir bei Duden nicht gesehen bisher. Nee. Könnte hier also auf jeden Fall auch nochmal ein paar interessante Sachen geben. Wir können mal überlegen, was wir zum Go-Mode denn überhaupt noch brauchen, weil es ist echt nicht mehr viel. Wir brauchen im Prinzip das Quake. Mhm. 2 Turtle Rock Small Keys, den Maya Big Key, den Swamp Small Key und die Flippers. Ich glaube, das sind die Items, die uns die hier noch fehlen. Also es ist noch eine kleine Liste, das auf jeden Fall, aber ja. Dafür, dass die Runner jetzt noch nicht mal 40 Minuten unterwegs sind. Das wird mir jetzt zu denken geben, ne? Wenn ich nach 40 Minuten schon so mit Items zugeschmissen wurde, wüsste ich, glaube ich, schon, es wird übel. Ja. Ja, es braucht halt nur ein Item, was dann am Ende irgendwo ganz doof versteckt ist, wo man ewig nachsucht und dann dauert das hier trotzdem noch ewig. Aber ja. Irgendwo, das ist halt vielleicht, wie du schon gesagt hast, tatsächlich auf dem Pad was Wichtiges liegt. Sehr gut möglich, auf jeden Fall. Wobei man halt sagen muss, Palace of Darkness kommt auch erst dann in Logik, wenn man alle 6 Palace of Darkness Small Keys gefunden hat. Aber ja, da haben die Runner auch schon 4 Stück von, also so weit weg ist es auch nicht mehr. Und Blind war immerhin 300 Rupees wert. In diesem sieht gar nicht mal so schlecht, 300 Rupees, also quasi zu finden. Als Preis von Blind. Aran hat auch das Geld für Soran noch nicht zusammen, selbst wenn er es wegflippern würde. Aha. Und kriegt ihr auf der Purple Chest einen weiteren Turtle Rock Small Key. Und damit ist die Swift Chain sehr wahrscheinlich auch eben wirklich relevant. Denn diese Turtle Rock Small Keys will man halt schon ganz gerne haben. Ja, und jetzt macht Rallen den Ice Palace Play. Für ihn natürlich genauso attraktiv wie für Duden. Er hat eben das gesamte Equipment, was man so sicher träumen würde dafür. Man hätte vielleicht ganz gerne noch Half Magic, aber da hört es auch auf. Oder ein Tempered Sword, aber. Genau, nochmal ein netter Hinweis aus dem Chat, der letzte Podkey ist dann eh in Pod. Wir vergessen natürlich die ganze Zeit, dass wir auch innerhalb der Dungeons natürlich Keys finden können. Key Sanity heißt natürlich, ich kann auch vom selben Dungeon nochmal einen Key finden, ne? Absolut. Und ja, Pod ist dafür schon ein bisschen berühmt, dass er auch eigene Small Keys irgendwie immer hat. Oder den eigenen Big Key. Aber es liegt natürlich daran, Pod hat einfach generell 14 Items. Ist selten, dass da nicht irgendwo was Wichtiges rumliegt. Ja, Duden entscheidet sich hier erstmal gegen den Moldom-Fight, das ist auch nicht weiter schlimm. Da gab es eh nichts Wichtiges. Ja, und entscheidet sich jetzt für einen. Ja, für Pot und Eastern. Mhm. Eine schlechte Wahl. Wer weiß, was da so rumspringt. Ich denke weiß auch, ja. Weiß der jetzt auch, dass Turtle Rock Quake ist? Mhm. Maya Bombos. Bombos haben wir ja schon. Ja. Eastern Palace ist halt ein abschließbarer Dungeon für ihn. Abschließbarer Crystal Dungeon, also immer nett. Und Pod mit den 14 Items, da kann er. Ich bin mal gespannt, ob er sich dazu entscheidet, zu Helmersawking zu gehen. Ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen. Weil es doch ein sehr, sehr weiter Weg ist, dann für 2 Items. Aber ich denke, wir werden von Duden wahrscheinlich fast alles außer Helmershocking hier sehen.
Ja, aber bis jetzt sind die Dungeons irgendwie nicht so wirklich ergiebig, wie das aussieht. Also Eispalais Spiralen, naja, hat immer den Single Arrow gehabt bis jetzt. Wirklich interessant war, glaube ich, bisher in den Dungeons erst der Hookshot und vielleicht ein, zwei Big Keys. Ja, doch, ein, zwei Big Keys waren da auch schon dabei, ne? Und natürlich der Bogen für Duden. Ja, der Boden. Aber auch da, wie gesagt, die Alternative auf Sora gibt es ja noch. Ja. Ja, aber Eispalais sieht erstmal hier komplett leer aus, soweit wir das sehen können. Aber mal schauen, was noch auf Goldster liegt und mal schauen, was Duden hier noch aus Eastern Palace rauszieht. Alles nicht so interessant aus bis hierhin. Aber ja, so dermaßen viele Items, wie es schon in der Front gab, kannst du in den Dungeons nicht einfach so weitergehen. Oh, immerhin ein Maya Small Key. Maya Small Keys sind halt nicht sonderlich wichtig. Einen hat man immer sehr gerne, um gleich auf die linke Seite zu können. Aber die anderen beiden Maya Small Keys sind halt relativ irrelevant. Die sind dann nur noch dafür wichtig, dass man halt weiß, ob die linke Seite des Dungeons in Logik ist oder nicht. Ja, ich denke, wenn ich mich recht erinnere, wenn ich eben richtig gelesen habe, hat auch Ralen einen Maya-Key gefunden. Ich glaube, der war auch im Ice Palace gerade eben drin. Oh, okay. Ja. Okay. Ist das so ein Dungeon? Meine, da könnten beide Wanner auch hin. Oh, jetzt habe ich mal Duden. Oh, das war der Swamp Small Key für Duden. Das ist ein. Der Swamp Small Key ist mit Abstand der wichtigste Small Key im ganzen Spiel. Der einzige Small Key neben den Castle Tower Small Keys, die man auf jeden Fall braucht, um den Dungeon abzuschließen. Denn ja. Und ohne Ja. den Small Key kommt man nicht durch die erste Tür. Ja, Und die den habe ich aber Flippers bei auf dem. Rahlen auch gesehen. Welchen? Den. Swamp Key. Habe ich auch einen bei Rahlen gesehen, glaube ich. Wenn ich Ich nicht glaube. ganz falsch geguckt habe. Ich glaube nicht, weil davon gibt es nur einen. Und Rallen war noch nicht in die Eastern Palace. Dann habe ich mich verlesen, aber dann. Ah. Genau, Swamp Small Keys gibt es nur einen. Davon gibt es nur einen einzigen. Und der lockt halt quasi Swamp Palace nahezu komplett. Ja. Aber Rallen geht jetzt auch nach. Erstmal nach Pot und Eastern. Wird das also sehr ähnlich spielen wie Duden. Ja, wir haben eben auch bei Rallen auf dem Mushroom die Flippers gesehen. Die hat sich Duden ja auch immer noch nicht abgeholt. Und mit Flippers und dem Swamp Small Key ist Swamp halt auch abschließbar für Duden. Ja, das stimmt. Den Mushroom hatte Duden, glaube ich, geskippt, als er sich einen grünen Popcorn abgeholt hat, oder? Oder hat den Hätte Mushroom. ihn machen können. Nee, eingelöst hat er definitiv nicht. Nee. Ich sehe ihn jetzt auch nicht mehr im Tracker. Vielleicht war das vorhin auch misstrackt mit dem Mushroom. Ich. Aber weiß er daran auch nicht mehr, wo der Mushroom gelegen hat. Vielleicht kann der Chat uns helfen. Wo hat denn der Mushroom gelegen? War auf dem Schmied? Nee, dann hat der Ah. Duden den noch nicht gehabt. Ja, alles klar. Also die Swift Chain ist gleich doppelt wichtig. Einmal für den Turtle Rock Small Key und für die Flippers. Vielen Dank, Chat. Und beide waren hier jetzt parallel in Pot und Eastern unterwegs. Für Rallen natürlich jetzt extrem ärgerlich, weil er wird ja also auf der Suche nach einem Bogen. Den wird er hier aber nicht finden. Denn wir kennen ja die beiden Bögen schon. Einer ist im Desert, einer ist auf der Server Ledge. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Rahlen nach seinem Eastern Pot
Ding dann doch nochmal Richtung Catfish geht und vielleicht dann auch Sora checkt. Bis dahin hat er mit Sicherheit auch die letzten 45 Rupees gefunden. Mhm. Den er jetzt schon auf 10 Minuten hinterherläuft. Ja. Ja gut, wirklich wird hier spannend, halt... wie geizig der Seed ist, ne? Allerdings. Na, das von Bicky nicht ganz so spektakulär. Ach, wir haben auch vergessen, der Maya-Bicky wird hier eh noch benötigt, um Maya zu spielen, also abzuschließen. Also ja, das ist natürlich auch noch ein Item, was die Wanner hier suchen. Ja, wir sind jetzt bei Duden, er konnte halt einfach hier durchlaufen, rein, macht hier den Potion Camera Unlock Glitch, bei dem man also die Mimics aus dem Raum herausklippen kann. Und hier gibt es einen Turtle Rock Small Key. Auf jeden Fall ein wichtiges Item. Ether, soweit ich das sehe. Mhm. Das ist dann halt nicht ganz so interessant. Weil, ja, brauchen die Wander nicht, um den Seed abzuschließen. Öffnet hier auch nichts weiter. So, was gibt es hier unten? 10 Pfeile. Und ein Herzteil. Ah, ein gebrochenes Herz. Oh. Okay. Jetzt bin ich mal Oh, Half Magic, das ist auf jeden Fall ein schöner Fund. Da freut man sich, wenn man die findet. Immer sehr hilfreich. Ja, auf jeden Fall. Ja, hier werden wir jetzt wahrscheinlich von beiden auch einen Hammerjump sehen. Einer dieser Glitches, den man in Pillars of Darkness in Key Sanity doch sehr, sehr gerne benutzt. Dadurch kommt man halt auf die linke Seite hier, ohne einen Key zu verbrauchen. Synchron-Glitchen, auch schön. Ja. Hat man auch mal so den direkten Vergleich. Ist bei Duden gerade echt ein Stückchen besser gelaufen als bei Rallen. Aber dafür hat Rallen jetzt hier gleich die Lampe. Und kommt hier also deutlich angenehmer durch das Dark Maze. Sieht man auch so ein bisschen einen Grund, warum man halt die Lampe eigentlich immer gerne mitnimmt. Sie ist halt einfach ein Timesave. Auch wenn man sich super durch die Darkrooms durchkämpfen kann, wie Duden das hier zeigt, ja. Hat Rallen hier doch wieder richtig Zeit gut gemacht. Ja, und Duden entscheidet sich jetzt aber auch dagegen, zum Boss zu gehen. Wäre halt eine Möglichkeit für ihn gewesen, aber ist halt ein langer, langer Weg für das Pendant und den Boss. Und ohne Lampe und ohne den 6. Pot Small Key für ihn eh noch nicht in Logik, also ja. Absolut verständlich. Was mich jetzt aber langsam wundert, ist, dass Duden so dermaßen keine Lust hat, nach Ice Palace zu gehen. Ja, vielleicht hat er dieselbe Abneigung wie ich. Sieht fast so aus, ja. Na, das würde ich ihn aber später gerne mal fragen, warum er da... Ich meine, er hat die Flippers nicht und die sucht er auf jeden Fall noch, aber trotzdem... Ja. Naja, wird auf jeden Fall dann auch sein Pendant hier bekommen und immerhin das Dimpert Sword. Und Rallen jetzt in Eastern Palace unterwegs, wird da leider den Boss nicht abschließen können, weil er den Bogen eben noch vermisst. Thank you.
Genau, Dunen hat jetzt einen Temper Sword. Rallen wird gleich seinen Swamp Small Key finden und ich bin mir relativ sicher, dass wir Rallen dann als nächstes auch in Swamp Palace sehen werden. Das wäre natürlich auch Left Side Swamp Quake. Ja, wobei in Key Sanity wird Left Side Swamp eigentlich fast immer auch mitgespielt, wenn man noch ein paar Items sucht, weil es gibt einfach so viele Items, die man halt braucht, um den Ziel zu beenden. So viel mehr Items als normalerweise, halt jeder Big Key kann da ja liegen. Irgendein Tutlock Small Key oder, ja, für Rallen natürlich ein Bogen. Also Rallen wird jetzt sehr auf einen Bogen hoffen. Damit sich halt der bogenlose Dip nach Isan Palace für ihn aushält. Wie wir es halt schon wissen, wird es das natürlich nicht. Ja, es hat auch noch keiner ein Buch, ne? Das heißt, wir können die Tablets auch noch nicht checken. Mhm. Könnte auch noch mal ein interessanter Spot werden. Auf jeden Fall. Jetzt auch, ich meine, für Rhein wäre es natürlich jetzt sehr schön, wenn das Buch einfach in Swamp Palace auftaucht. Dann hätte er danach direkt den Weg zum Bombos Tablet. Ansonsten ist es ja doch immer dann schon sehr stark isoliert. Ja, und Duden hat ja auch ein schönes Bandtrip gemacht. Und wird mit seinem Pendant, naja. Da ist okay. Das du Orakel. Du hast mit dem Buch angefangen. Du Orakel. Nee, hat auf jeden Fall gepasst. Ja, schönes Item. Ja, für Duden geht es auch in die Swift Chain. Wird dann also auch seinen Pilz bekommen und seinen zweiten Turtle Rock Small Key. Wie viele braucht man genau für Turtle Rock? Wie viele Small Keys? 3 braucht man, um den Dungeon abschließen zu können, aber eigentlich bräuchte man 4, um alle Items rauszuholen. Ah, die Lampe, ja, stimmt. Die war auf der Smith Chain. Mhm. Die Lampe, der Pilz und ein Turtle Rock Small Key. Also alles 3 schöne und wichtige Items. Also wenn man Turtle Rock mit 3 Small Keys spielt, dann muss man von dem Pokey vor der Lava Chest den Small Key klauen und dann eben die Lava Chest nicht öffnen. Dann kommt man bis zum Boss. Aber dann hat man halt diese Lava Chest geskippt und die es kann dann schon sehr ärgerlich sein, wenn da ein wichtig. Ich bin immer noch total fasziniert, dass wir nahezu den kompletten Progress auf der Overworld haben. Nicht in den Dungeons. Es gab nur 2, 3 wirklich wichtige Items bisher, die wir dort gefunden haben, außer natürlich die B-Keys. Und ein paar kleine Small Keys, die wir auch benötigen. Mhm. Ja, der sieht jetzt auf jeden Fall bis hierhin sehr Overworld-lastig. Ich habe wirklich das Gefühl, das wird noch eine richtige Fiesität. Die Möglichkeit besteht, ja. Oh gut, du hast jetzt auch seinen zweiten Turtlebox Small Key gefunden gerade. Ich kann jetzt gleich noch die Schaufel mitchecken. Ich bin mal gespannt, wann er den Pilz abgibt, weil wenn er das macht, hat er auch die Flippers. Und ja, scheint das auch direkt machen zu wollen. Bin mal gespannt, ob er mit den Flippers dann direkt nach Ice Palace geht. Ja, aber für du. Also die Flippers öffnen jetzt für Duden logisch gesehen Ice Palace und halt auch Swamp Palace. Ja.
Muss natürlich trotzdem erstmal in die Dark World gehen. Ja, rein jetzt auf dem Weg natürlich in den hinteren Teil von Swamp Palace einfach noch alles mitnehmen, was geht. In der Hoffnung, immer noch den Bogen zu finden, von dem wir ja wissen, dass er ihn nicht finden wird. Ja. Och, aber dafür findet er einen Tower of Hera Smolky. Ah. Den sieht man nicht gerne. Er öffnet halt das Hera Basement, was ein, naja, langer Check ist für ein Item. Spielt man halt sehr, sehr, sehr ungern. Das ist dort, naja, wenn man mit dem Blick dahin über eine Minute und, ja. Nee. Macht man nicht, wenn es nicht sein muss. Wird vielleicht zum Schluss nochmal interessant. Noch der eine Smolky, der fehlt, wer weiß das schon. Ja, absolut möglich, absolut möglich. Ja, bei Rallen bin ich jetzt ein bisschen besorgt, dass er jetzt sagt, okay. Ach nee, Moment, Quatsch. Rallen hat kein Quake-Medaillon, also kann er gar nicht nach Turtle Rock gehen. Bin ich mal gespannt, was Rallen als nächstes machen wird. Ja, der Catfish-Sora-Check fehlt ja auch noch, da könnte er seinen Boden finden. Ob das die nächste Idee ist, mal sehen. Aber bei Duden sehen wir auch, siehst du, Ice Palace ist nicht. Erstmal Swamp. Ja. Ja, das ist eine, scheint eine sehr tiefe Abneigung gegen Ice Palace hier zu sein. Ich fühle das total. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, gut, klar, Heil macht natürlich erstmal das Bombus-Tablet. Er hat ja eben den Duden gefunden, wenn man so möchte. Ja. Und nur Liebe. Ja, aber jetzt bin ich mal gespannt, wie es bei Rallen weitergehen wird. Haben wir Agina schon gesehen? Ja, das hat Duden vorhin gemacht. Ich weiß zwar nicht, was drauf gelegen hat. Ah. Ran geht zu Catfish. Denke. Oh, hätte ich jetzt gedacht, aber fälschlicherweise. Also, Duden hat Agina gemacht, aber ich glaube, es lag nichts Wichtiges drauf. Board war auf jeden Fall ein Big Key, aber ich weiß nicht mehr welcher. Swamp. Ich glaube, es ist. Haben beide gemacht, ja. Ja. Genau, in der Gegend waren noch schon beide. Ja, rein, genau, rein geht jetzt hier durch den Whirlpool, kann. Quatsch. Ist nicht durch den Whirlpool gegangen, sondern schwimmt einfach hier lang so rum, um Hobo gleich mitzuchecken. Und wird dann wahrscheinlich zur Pyramide gehen und dann auch von da aus zu Catfish. Dann mit dem Mirror seinen Bogen holen bei der Zora Area. War nur Papyrus. Ja. Vielen Dank also, an den Chat. Die sagen gerade, Agina war Blue Mail. Dann hat Duden das nicht gecheckt. Ich denke schon. Duden hat eine Blue Mail. Oh ja, hat er. Stimmt. Aber ja, wenn man beim Key Sanity Tracking sind die Mail-Upgrades dann wirklich nicht so das Wichtigste. aber das ist jetzt eine sehr gute Sache für Rallen. Er geht hier direkt nach Hyrule Castle. Das ist sehr gut. Dann wird er nämlich auch hier seinen Turtle Rock Key finden. Ja. Natürlich, ne? Beim Onkel.
Genau, das Schwert hat sich auch auf jeden Fall ein netter Fund. Ja, aber damit würde ich sagen, dass es hier wieder ziemlich ausgeglichen auch steht zwischen den beiden Wandern. Ich meine, Rallen muss dann noch den Bogen holen und muss dann Eastern Palace noch abschließen. Aber Duden auf der anderen Seite muss jetzt nach Swamp noch Ice Palace abschließen, damit dann beide Wanner wieder mit den abgeschlossenen Dungeons gleich auf sind. Ja, hier auch ein kleiner Vorteil für Duden, mit dem Tempered Sword Argus zu spielen. Ist einfach schöner als mit dem Master Sword. Schöner und auch deutlich schneller. Ja, denke, bei Duden sehen wir jetzt auch gleich erstmal das Bombus-Tablet. Ja, ist auch direkt auf dem Weg dahin. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob er seine Abneigung gegen Eispell ist noch immer weiter durchzieht oder ob er jetzt endlich mal dahin geht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Oh, sieht aber stark danach aus, okay. Gab ja auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, Nee. Zeit herauszuzögern. Das stimmt. Ja, will ich ihn auf jeden Fall später fragen, warum er da so keine Lust drauf hatte. Ich denke, die Flippers werden da schon so ein kleiner Grund für ihn gewesen sein, aber. Naja. Ja, Rallen hat ja auf jeden Fall auch seinen Turtle Rock Bicky. Ja. Ich wollte jetzt noch die beiden Checks im Castle Tower machen, die wir bei Duden vorhin schon gesehen haben. Ja, aber auch nichts, ne? Ein bisschen Liebe und wahrscheinlich Geld oder Pfeile. Wahrscheinlich Pfeile. Ja, irgendwie sowas. Geld wahrscheinlich nicht so windig, wie es am Anfang gab. Aber schauen. Ja, auf jeden Fall, Duden braucht noch einen Turtle Rock Smolky. Und Rallen braucht jetzt noch den Bogen. Das sind jetzt beide Sachen, die früher oder später auch auftauchen werden. Und dann brauchen beide Wanner noch das Quake und den Meyer Biki. Also in anderen Worten, viel fehlt hier wirklich nicht mehr. Ja, Meyer Big P in Turtle Rock wäre natürlich auch sehr schön. Ja, so ein erzwungener Double Dip. Und dann in Maya der letzte Turtle Rocky. Oh Gott, bitte nicht. Fisitäten zieht, ich sag's. Naja, Quake in Maya, dann Turtle Rock Bicky in Maya Bicky in Turtle Rock. Ja. Möglich wäre es auf jeden Fall. Nicht schön, aber möglich. Ja. Rallen hat jetzt hier also auch gerade Catfish gecheckt, Mirrod, und wird jetzt die Server Area machen. Wird uns auch Server zeigen, den haben wir bis jetzt auch noch gar nicht gesehen. Also, wenn auf Server hier was Wichtiges liegt, dann ist das natürlich ein riesiger Vorteil für Rallen an der Stelle. Also, als Luden da war, hat er die Kohle nicht gehabt, ne? Ganz genau. Und ich sehe halt auch nicht, dass Duden für Sorbert nochmal zurückkehren würde. Also eher wirklich nichts anderes mehr offen hat. Ja, Rallen. Ja. Den willst du da nicht sehen, diesen Bogen. Das ist absolut richtig an seiner Stelle.
schon das ganze Spiel danach abgesucht und dann taucht er da einfach so auf. Ja, und Zora ist ein Scamfish. Ein schlechter Tausch. Ja, ein ziemlich schlechter. Ja, damit hat Rallen seinen Bogen, wird jetzt wahrscheinlich mehr oder weniger direkt nach Eastern Palace gehen. Eben, weil es halt ein Dungeon ist, den ihr noch spielen muss und da noch ein Item eben auch liegt auf dem Boss. Bin mal gespannt, ob er noch Pot mitspielt, aber das sehe ich nicht wirklich passieren. Aber mal schauen. Vielleicht. Ja, du auch schon beim Endboss bei Ice Palace. Schnell hinter sich gebracht. Mhm. Ja. Ja. Okay, er hat noch eine Fee. Oh, das ist aber glücklich. Ja, da hat tatsächlich der Eispalast Boss Duden schnell hinter sich gebracht. ja, nee, aber das, das sind solche Tücken, in die man gerne mal reinfällt, gerade bei Cold Stare. Man denkt halt, okay, ich habe ein super starkes Equipment. Einfach schnell Cold Stare machen und ja. Was man halt gerne vergisst, ist, dass dass Cold Stare einfach wirklich ein verdammt starker Boss ist, der echt viel Schaden macht. Also wenn man da. Vielleicht denkt er sich, Green Pendant, schau ich mal bei Sascha, Chance ist gegeben, ne? Mhm. Ja, es sind 3 Items für ihn, das ist schon richtig. Und er wird sich jetzt halt auch durch diesen Bogen massiv behind fühlen. Das Lustige ist halt, er ist es halt eigentlich nicht. Also wenn jetzt die Progression, das einfach in Maya liegt, dann, und Ralen jetzt Easterpals gespielt hätte und dann direkt hingegangen wäre, wären die beiden nahezu gleich auf. Zumindest da gewesen, aber klar, Ralen hat jetzt schon 2 Pendants geholt. Und dadurch liegen auf Flamer Soaking für ihn quasi 3 Items. Auf Flamer Soaking selbst ein Item, auf dem Green Pendant ein Item und auf dem Pet ein Item. Ja, vielleicht noch ein Blind Pedestal Pool. Auch schön. Ja. Ja, ich meine, er hat das Buch. Ich bin mal gespannt. Ich denke, vor allem geht es hier ja auch ums Überleben im Turnier. Ich denke, er wird dann tatsächlich die Sekunde sparen wollen, wenn er das Pedestal spielt. Lieber nochmal nachlesen. Ja, okay. Und Zeit. Was soll man sagen? Oha, es ist ein Biki. Es ist der Maya Biki. Oha. Fies, fies, fies. Aha. Aber das ist natürlich richtig huge für Rallen an der Stelle. Ja, da sehe ich auch nicht, dass der Duden schnell hingeht und sich nochmal den Maya Biki abholt auf Helmer. Bin mir gar nicht mal so sicher, ob Duden das so lange aufschieben wird. Weil er sich halt auch nicht so ahead fühlen kann in dem Seed. Also ich denke, dass Selma für ihn auch eher ein schöner Gamble ist, den man vielleicht mal machen kann. Aber ja klar, was Duden jetzt hier... Uff. Also was für Duden jetzt richtig schlecht wäre, wenn das Quake hier auftaucht. Weil wenn er das Quake findet, wird er halt erstmal Turtle Rock spielen. Wäre natürlich auch ein Timeloss, ne? Dann rauf nach Turtle Rock, wieder runter, wieder in Pot, dann wieder rauf, um nachher zu Ganon's Tower zu kommen. Das ist gerade schon Zeit, ne? Mhm. Ja, und erst recht, wenn du nicht mal, wenn du auch nur 2 Turtle Rock Small Keys hast, dann könntest du den Dungeon nicht mal abschließen. Also, wenn man für Duden ist, muss man jetzt auf jeden Fall echt hoffen, dass hier kein Quake in Maya auftaucht. Und für Rallen natürlich, dass das Quake
hier einfach auf dem Weg dann irgendwo auftaucht für ihn. Quake of Green Pendant wäre jetzt für Rallen auf jeden Fall richtig gut. Die Frage kommt gerade im Chat ist, Quake of Pet wäre theoretisch möglich, aber das Pet ist ja zurzeit auch noch nicht komplett in Logik. Weil uns nämlich noch der Thiefstone Smoky fehlt. Also man kann Thiefstone natürlich abschließen, aber ohne den Smoky, aber logisch ist der Boss immer hinter dem Smoky gelockt. Ja, und wenn das Thiefstone Smoky auftaucht, hätte man natürlich auch noch die Thiefstone Big Chest. Aber Maya ist erstmal leer für Duden. Auch keinen Quake gefunden. Also bin ich jetzt mal gespannt, wie es für ihn weitergehen wird. Wo geht's hin? Ich weiß nicht, haben wir die Nordroute schon gesehen? Ich glaube, der hat nur Reihenfolgen gemacht. Also wird es wahrscheinlich genau das sein, was Duden jetzt macht. Geht nach Skywoods, aber da hat er eigentlich jetzt nichts mehr offen. Ja, merkt er gerade auch selbst. Na, da spielen auf jeden Fall die Nerven gerade auch ein bisschen mit. Aber ist auch klar, wenn der Seed halt. Also. Ich glaube, beide Runner sind jetzt schon unzufrieden damit, wie das Seed gelaufen ist. Man hat halt, Duden hat die, Larves im Well ewig liegen lassen. Rallen den Bogen auf Sora. Oder beziehungsweise auf der Sora Ledge. Also, das ist. Beide denken sich, ja, das hätte man doch besser treffen können. Hat nochmal Lumberjack getrackt, aber ich konnte es wieder nicht erkennen, ob es ein kleiner oder ein großer Schlüssel ist. Ich auch nicht, aber ich glaube, ich bin mir jetzt 80% sicher, dass das ein kleiner war. Ja, wir sind bei 1.16 und fast schon wieder in der All Dungeons, ne? Mhm. Ja. Bei Key Sanity halt nicht so selten, dass es dann doch mal erforderlich ist, aber ja. Ah, ja, hat der Chat natürlich auch recht. Wir haben alle Bikis schon gefunden. Klar. Dann muss es ein Smolky auf der Argalette sein. Auch noch ein interessanter Hinweis aus dem Chat. Vielleicht noch Batcave. Spycave hatten wir schon gesehen. Waren leider, glaube ich, nur 10 Pfeile. Aber Batcave haben wir keinen gesehen. Kein Fake Powder bisher. Ja, werden wir auch nicht, weil die Pilze ja abgegeben wurden. Richtig. Für die Flippers. Oh, das sieht nach der Hera Biki Chest aus. Bei Duden. Das ist jetzt natürlich eine Sache, wenn das Quake da liegt. Puh. Wäre das wahrscheinlich immer noch ganz gut für Rallen. Am Ende des Tages. Kannst nur immer wieder sagen, fiese Meise. Mhm. Ja, was mich ein bisschen irritiert ist, dass Rallen nicht einfach direkt Vitreous gerusht hat an der Stelle. Weil Rallen sucht eigentlich nichts außer dem Quake und wenn das Quake jetzt einfach auf Vitreous liegt, dann. Ja. Könnte sich halt den gesamten Meierfeld hier sparen. Du hast es vorhin schon gesagt, er hat das erste Game verloren. Ich denke, er möchte halt auch nicht was liegen lassen, was er direkt hätte mitnehmen können. Das könnte nachher der Time Loss sein, der das Game entscheidet. Ja, aber ich meine, wenn das Quake jetzt. Oha, der vierte Turtle Rock Small Key, damit ist das schon mal geklärt. Die Sache ist halt,
Es dauert jetzt nicht so lange, wieder nach Maya reinzukommen, wenn man einfach zum Boss durchläuft. Und wenn der Boss halt das Quake hat, das Item, was man sucht, dann kann man sich die ganzen Checks davon sparen. Aber gut, vielleicht denkt Rallen auch einfach, okay, wenn das Quake auf dem Boss liegt, ist es vielleicht auch eher einfach unwahrscheinlich, dass Duden überhaupt, den Maya-Biki gefunden hat. Also, ja, vielleicht wird Rallen das deswegen auch so spielen wollen. Was dazwischen, Duden hat auf dem Berg das Tablet gecheckt, da war ein Gens Tower Small Key drin. Mhm. Ja, davon brauchen die Wanner halt leider keinen, weil sie den BKE schon haben. Das heißt, sie müssen dann in GT auch nichts mehr suchen und können da einfach in den Time reinlaufen und hochklettern. Und ein Small Key muss man sich halt unter dem einen Pot mitnehmen, aber das ist ja nicht weiter schwierig. Ja, für Rallen wäre es jetzt natürlich noch super, wenn er jetzt hier das Quake auch nicht findet, weil dann holt er sich noch die Silvers aus Desert Palace als nächstes. Ja, 300 Rupees für Duden, das ist halt nicht so ganz das, was er da gerne hätte erfinden wollte. Ja, und da lag das Quake tatsächlich auf Vitrius. Ja, und aufgrund der vier Schlüssel für Turtle Rock jetzt Go-Mode, wenn man es richtig sieht. Mhm. Ja. Mode für Rallen. Mhm. Und er sah auch nicht so wirklich begeistert davon aus, um es mal so zu sagen. Aber ja, er ist ja halt durch den Hammerplay einfach unendlich weit vorne natürlich, aber das weiß er halt nicht. Was jetzt in seinem Hinterkopf sein wird, ist halt der Gedanke, ja verdammt, wäre ich da mal gleich hingegangen. Es ist halt immer super unwahrscheinlich. Aber ja. Hier dann eben genauso gekommen. Ja, und du immer noch auf der Suche. Mhm. So Spiral Cave. Ja, macht jetzt diese ganzen Checks, die Rallen vorhin schon gemacht hat, und ja, Hammerstocking ist halt auch einfach unschön. Findet jetzt hier auch nochmal seinen letzten Pot Small Key, das könnte ihn in die Richtung treiben, aber ja, letztendlich ist das jetzt auch relativ egal inzwischen, weil Rallens Vorsprung ist ja für Duden quasi nicht mehr einholbar, wenn jetzt nicht Sachen für Rallen sehr, sehr schief gehen, was ich nicht kommen sehe. Ja. Ja, ich bin da bei dir. Ich sehe es jetzt auch nicht kommen, dass Rallen jetzt den kompletten Blackout hat. Nee. Ja, kann hier eben auch gleich schon durch Turtlebock einfach nur durchlaufen. Muss ja nur aufpassen, noch ein paar Keys auf dem Weg mitzunehmen. Muss aber nicht mal mehr den Key von dem Poké klauen, sondern kann einfach dadurch, dass er alle vier Small Keys hat, jetzt bis zum Boss durchlaufen und hat keine Sorge mehr, was die Keys hier angeht. Ja, wobei ich glaube, dass es sich auch für Rallen absolut nicht gut anfühlt, das hier. Diese ewige Suche nach dem Bogen war schon schlimm genug. Ja. Ja, aber ich denke fast, wenn Rallen den Bogen früh gehabt hätte, dann wäre er wahrscheinlich auch nicht zur Hammerstocking gegangen. Wir haben es ja bei Duden gesehen, dass er dann so früh da in der Gegend war in Pot und Eastern, dass er halt gesagt hat, okay, weißt du was, da habe ich jetzt einfach keine Lust drauf. Ich habe noch so viele andere Checks offen, da will ich jetzt nicht Hammerstocking spielen. Ja, und das hat Ryan auf jeden Fall hier auch sehr gut
gemacht. Also, dass er dann eben gesagt hat, okay, meine beste Chance, dieses Race noch zu drehen und zu gewinnen, wird halt eben auf Amazon King liegen. Und ja, also hat seine Chancen da sehr gut ausgespielt eben. Mal gucken, ob du uns trotzdem noch den Weg nach Pott findet. Ich meine, bald ist jetzt auch nicht mal so viel für ihn offen, jenseits von Pott. Ja, und da geht's jetzt auch hin. Ist jetzt natürlich so die große Hoffnung, bitte lass das Progression-Item wenigstens, naja, nicht auf dem Boss direkt liegen. Lass es auf dem Pedestal sein, lass es, lass am besten den Thiefstone Smolky auftauchen. Dass dann halt die Thiefstone Big Fist noch eine Rolle spielt. Aber ja, das wird hier leider alles nicht der Fall sein. Aber das macht allen hier einen schönen Twinix Fight. So erwartet. Ja, absolut. Ja. Muss jetzt auch nur noch den Climb spielen. Den GT bekehrt er schon seit, naja, ich will jetzt nicht sagen seit einer Stunde, das stimmt nicht, aber gefühlt seit einer Stunde. Also, da ist nicht mehr viel zu tun. Muss den Turm öffnen, hat auch einen Smolky schon dabei. Also muss nicht mal mehr den Smolky unter den Bot mitnehmen. Tempered Sword, keine Silver Arrows, aber sonst eigentlich alles, was man haben möchte. Also das wird sich Rallen an der Stelle auf jeden Fall auch nicht mal nehmen lassen. Nee, auf gar keinen Fall wird er sich das nehmen lassen. Also, wir haben das Big Guessing Game vergessen. No. Achso, scheiße, brauchen wir gar nicht. Oh. Genau. Es gab heute nichts zu vergessen. Beziehungsweise jeder, der Digging Game geraten hat, herzlichen Glückwunsch. Ich will aber die 11. Okay, die solltest du haben. Yay! Yeah. Ja, nee, aber für alle Rando-Fans ist das natürlich auch eine gute Nachricht, dieser Sieg von Rallen, denn das heißt, es wird ein Spiel 3 geben. Wenn Rallen das hier denn gewinnen wird, wonach es halt sehr stark aussieht. Ah, das Entscheidungsmatch wird auch spannend. Wer entscheidet denn dann, was der Modus wird? Es ist eine gemeinsame Entscheidung, ne? Erklär mal. Weder noch. Den Modus im dritten Spiel, den haben wir schon vorher festgelegt. Und zwar ist es einfach ein Open mit dem Schwärm-Item-Pool aus dem Turnier. Dem Duden-Schwärm-Item-Pool. Ja, Duden, apropos, findet da sein Meyer-Bicky und die Freude darüber ist dann doch eher begrenzt. Sie wird noch kleiner sein, wenn er dann gleich das Quake auf Vitrius findet. Ja, genau, also, den ersten Modus und den zweiten, also den Modus für das erste und das zweite Spiel suchen sich die Wanner eben selbst aus. Und beim dritten Spiel wird dieser Open mit Schwärmen Item Pool gespielt. Vielleicht kannst du erklären für die, die im Chat dabei sind, die sich nicht auskennen, was Open in dem Fall heißt? Ein Open ist halt einfach wirklich nur der ganz normale Start, bei dem man also Zelda bereits gerettet ist und man einfach im Sync startet und wenn man so nennen möchte, überall hingehen kann. Es gibt keine Start-Items, man muss also alles suchen, aber ja. Ansonsten kein Bot-Shuffle, kein Animizer, kein Inverted, nichts. Sozusagen eher der ganz, ganz klassische Rando, wie man ihn halt so kennt. Also das, was ich spielen würde, nur ohne Hard-Item. Sozusagen, genau. Es ist halt so ein bisschen der
Naja. So der Default-Random-Modus möchte ich es mal nennen. Ohne harte Item-Pool zumindest. Halt, wenn man ein Race haben möchte, was kompetitiv ist, in einem fairen Modus, den beide Runner können, ist Open eigentlich immer mit die erste Wahl. Und der harte Item-Pool setzt sich dann halt eben dadurch zusammen, dass wir weniger Safeties bekommen werden. Es sind sämtliche Herzteile aus dem Pool rausgenommen. Gibt also nur Herzcontainer. Das heißt, man kommt auch maximal auf 14 Herzen und ja, das Schwert ist maximal auf einem Tempered Sword gecapped. Horse Magic ist aus dem Pool entfernt. Und es gibt auch nur ein, nur die Blue Mail und nur zwei Flaschen. Silbers gibt's schon. Silbers gibt's tatsächlich. Hall macht ja auch gar nicht mehr die Chests in Tamaldom 2 auf. Könnte halt nur theoretisch noch nach den Silver Arrows suchen. Aber ja. Sollte sich wahrscheinlich auch ziemlich ärgern, wenn er das dann gleich nochmal bei Ganon lesen wird, dass die Silvers einfach nur auf der rechten Seite in Desert Palace gelegen hätten. Also beide Bögen doch so nah für ihn. Eigentlich gewesen. Ja, aber letztendlich hat es ihm das Spiel dann auch gewonnen mit dem Helmer Sword Play. Aber trotzdem schnell erledigt. Ja. Duden hat hier den Spooky aus irgendeinem Grund nicht. Ja, muss jetzt hier nochmal die Wand aufbomben. Kostet natürlich nochmal extra Zeit. Nicht wichtig, weil er eh zu weit hinten ist, aber ja. Das sind so diese Kleinigkeiten, die da noch dazukommen. Wenn es eh schon nicht gut läuft, dann passieren halt auch solche Sachen sehr schnell. Ja, hier sehen wir also den Ganon-Fight. Ja, auf schöner zweiten Spin hier von Rallen wird also wahrscheinlich einen One-Cycle bekommen. Hat ja das lustige Ganon-Pattern, bei dem er nach unten steht. Ja. Geht doch einfach dann auf Cape-Spins. Ist eine gute Strategie. Ja, und Duden kriegt jetzt hier gleich den Quake. Ja. Der Arme. Aha. Es ist das Kopfschütteln der mangelnden Begeisterung. Also, es ist halt auch einfach maximal ungünstig für ihn gelaufen. Gibt halt noch so diese ho kleine Hoffnung bei ihm wahrscheinlich, dass Rallen das eben auch sehr spät gemacht hat. Aber selbst dann weiß halt Duden, okay, er hat halt dummerweise auch den Handschuh in Kakariko ewig liegen lassen. Also, ich nehme an, dass Duden sich ja innerlich auch schon ein bisschen auf das dritte Race vorbereitet. Zu diesem Zeitpunkt. Das ist auch sicherlich ein Race, auf das wir uns alle sehr freuen können, denn es wird wieder sehr spannend werden. Auf jeden Fall. Ja, ich Gilt ja meine, auch für alle Races im Moment, ne? Da wir im Achtelfinale sind, ist ja auch zu erwarten, dass alle Spiele recht spannend werden. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, Rallen hat er ja dann auch Ganon besiegt. Und wartet nur noch auf das Bauen der Brücke. Also macht schon mal eure GGs bereit, denn Rallen wird diesen Seed gleich auch beenden. GGs. GGs an Rallen. Ja, beendet diesen Seed mit einer offiziellen Racetime-Zeit von 1 Stunde 32 und 51 Sekunden. Well played. Sehr, sehr schön. Von beiden Spielern. Trotzdem GGs an beide natürlich. Absolut. Ja, und da ist unser Sieger auch schon. GGs rein. GGs rein. GG. Ja, das war ein Seed. Ja, erzähl doch erstmal, wie hast du dich so gefühlt? Ja, also der Anfang war ja nun mal, der war wild. Da ging es ja richtig rund. Ja, Und allerdings.
Ja, ich habe versucht, das Beste draus zu machen, was sich noch an der God-Route anfühlt, aber das ist im Kizenity immer so eine Sache, weil, ja, irgendwann werden dann die Checks, die du hast, zwar nicht unbedingt weniger, aber es werden weniger Sachen, die du findest. Mhm. Das ist einfach die Natur von Kizenity. Also, ja, Duden hat übrigens dann auch vorfiltert und ist inzwischen auch schon bei uns, also auch GG's Duden. Auch GG's an dich. GG. Ja. Ja, das, wo ihr jetzt beide da seid, können wir gleich schon mal ein bisschen über den Ziel erzählen. Ihr habt quasi von Anfang an sehr unterschiedliche Routen eingeschlagen. Das lag aber auch wesentlich daran, dass Duden einfach eine Bombe weniger in Kakariko hatte und dadurch, die Handschuhe im Keckwill geskippt hat. Ja, ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich ja eigentlich schon, dass das Ding verloren ist, wenn ich jetzt die falschen Skips mache. Also. Was ich heute sagen muss, dass das tatsächlich gar nicht so war. Also du hast das nachher wieder reingeholt und ihr seid so unterschiedliche Routes gelaufen, dass das hat eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Unterschied gemacht. Aber ja, es ist halt irgendwie das perfekte Beispiel gewesen. Es war ja irgendwie vor ein paar Tagen im Discord oder so die Sache. Man kann ja vor Kakariko mit den Boots drei Bomben farmen. Ich habe dann gesagt, okay, zwei Bomben reichen in 99% der Fälle aus. Dann kam Schulzand, eine Bombe reicht in 90% der Fälle aus. Ja, ja, wir haben einen von diesen extra neuen Fällen jetzt heute gerade gesehen. Mhm. Also, anscheinend, ja. Es gibt schon einen Grund, warum ich persönlich einfach ganz gerne zwei Bomben mitnehme, denn wirklich, meistens findet man dann schon noch eine dritte Bombe, kann aber auch sein, dass die erst im Well kommt, aber da möchtest du halt auch nicht unbedingt rein, ne, oder nicht rein haben und dann keine Bombe haben. Ja, und ab und zu gibt es halt einfach mal gar keine Bomben und dann ist was hinter der Bombenwand. Das ist eigentlich genau der Punkt, wo zwei Bomben, da kriegst du die meisten Checks, dann kannst du halt vielleicht die Breweries, die Chicken Huts skippen. Und oder kaufst dann Bomben und bist dann halt so nah dran, Checken halt dran, dass das eigentlich kaum einen Unterschied macht. Deswegen bevorzuge ich persönlich die Zwei-Bomben-Variante. Aber natürlich, die Ein-Bomben-Variante ist, so oft sind Bomben in Hideout oder dann auch im Brunnen, sodass es halt eigentlich nicht nur die eine Bombe wirklich notwendig ist. Falls dann mal eben keine im Hideout ist. Aber ja, gut, das ist dann natürlich so früh die Mits. Bookshot, Spiegel, alles verfügbar ist und dann lässt du den Hand fliegen, ja, das, da kann ich schon sehen, dass das halt eine sehr unangenehme Route verursacht. Ja, auf jeden Fall. Wobei halt für Duden ein paar Sachen dann auch gut gelaufen sind, weil Duden ist dann auch erst mit dem Desert Smolky nach Desert gegangen und hat dann auf der rechten Seite auch direkt einen Bogen gefunden. Ja, das war gut, wenn den aus der Sauer Area hätte ich dann erstmal nicht mehr geholt, tatsächlich. Wobei ich auch nicht genau weiß, was da beim Waterbog aufsetzen schiefgelaufen ist. Könnt ihr mir vielleicht noch erklären? Ich war auch etwas irritiert. Das sah eigentlich gut für mich aus. Müsste ich dann sehen. Also es gibt so ein paar kleine Stolpersteine. Man sollte weit genug in die Cave reinlaufen, damit das funktioniert. Natürlich dann die Splash Deletion oder der zweite Fake Flipper. Der muss beim ersten Mal sitzen. Sonst ist der State auch verloren. Und natürlich in Waterfall Ferry darf man keinerlei seitlichen Input haben. Weil auch dann ist er wieder kaputt. Das kann ich so jetzt nicht sagen, müsste ich analysieren. Aber es gibt ein paar Sachen, die schief gehen können. Ja, dann wird es wahrscheinlich auch eins davon sein. Was ich möchte ein bisschen gefragt haben, Duden, du warst ja dann später nochmal bei Catfish. Da hättest du ja theoretisch auch nochmal schnell zu sauber gehen können. Du hattest ja den roten Boomerang und den Cane of Sumario. Ja, da hatte ich keinen Nerv zu und der Bogen war in dem Moment erstmal für mich gestorben, weil ich auch nicht wusste, was da Crystals sind und was nicht. Dann gehofft, okay, vielleicht kann ich Bogen komplett umgehen. Was sich auf der anderen Seite auch schlecht angefühlt hat, weil plötzlich alle Potsmalls reingeflogen kamen. Mhm. Ja, also tatsächlich war es auch so, du warst zu dem Zeitpunkt ungefähr, sagen wir so, wenn ihr beide zeitgleich zu Helmersville gegangen wärt, dann wärt ihr auch nahezu gleich aufgewesen an der Stelle. Also sind für euch beide halt ein paar Sachen echt nicht so gut gelaufen, für Rallen halt eben der sehr späte Bogen. Ja,
die Bögen waren für mich halt heute einfach extrem bitter. Desert, die Right Sizes, hat sich für mich halt nicht angeboten. Das hätte ich mit Maya nochmal kombiniert, wenn es gepasst hätte. Aber der Small Key kam halt einfach viel zu spät dafür, dass ich halt eben schon nach, was weiß ich nicht, 8-9 Minuten dann in Desert war und mir den Hookshot geholt habe. Dann hatte ich zwischendurch eine Durststrecke, hatte dann in den Fire Rod bekommen und konnte halt 2 Crystal Dungeons mit Skullwoods und Desert abschließen. Und habe ich gesagt, okay, mache ich das erstmal und gucke, ob ich vielleicht noch etwas finde, was das mir die weiteren Schritte besser macht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon den 5 Pot Small Keys oder zumindest 4. Ich war also schon sehr versucht, nach Pot zu gehen, auch ohne Bogen, weil eben doch eine Menge in Logik war. Da kam, glaube ich, auch noch die Lampe dazu. Und ja, nicht spät erst. Ja gut, ich hatte halt, ne, extrem früh die Mids und ich habe dann zwar erst den Mountain gemacht und Desert und Skullwoods, aber dann habe ich halt auf Thiefstown die Smith Chain runter. Weil ich hatte ja die Mids und alles dafür. Und Thiefstown war auch ein Crystal, was ich zu dem Zeitpunkt schon wusste. Oder beziehungsweise, nee, Thiefstown wusste ich nicht. Genau, das war ja. Das wusste ich auch nicht, das habe ich auch gemacht. Es war halt mit dem Big Key, es wäre halt ein weitere Dungeon-Info für mich gewesen, zusammen mit den Maps. Wo, ne, man hatte ja keine Map für Thiefstown. Deswegen habe ich gesagt, okay, wenn das auch wieder ein Crystal ist, ich mach's einfach, ich kann die Smith Chain runterspielen. Deswegen hatte ich die Lampe auch früh. Ja, aber das hat mich halt noch mehr dazu gedrängt, nach Pot reingehen zu wollen, auch ohne Bogen, weil. Es sind jetzt halt einfach 13 Items, die da liegen, die ich holen kann. Mhm. Und ja. Dann habe ich halt nichts gefunden, was die Small Keys rechtfertigt, dass da alle auftaucht, für einen Pendant Dungeon. Und dann war mir schon klar, okay, wenn ich jetzt nicht irgendwas Wichtiges finde, dann will ich dieses Green Pendant haben oder eventuell das Pedestal, weil ich hatte zum Zeitpunkt ja auch schon 2 Pendants. Mhm. Und als ich dann den Bogen gefunden habe, bevor ich Zugang zu TA hatte, bevor ich den Maya Biki hatte, war mir relativ klar, okay, Helmer sind 2 Green, sind 2 Items in Logik, Amos ist nur 1. Und ja, das Pedestal wäre auch noch hinter Helmer. Also auf jeden Fall Helmer machen. Und ja. War in dem Fall dann auch richtig. Mhm. Ja. Wie war dann das Quake für dich, dass es halt auch natürlich mal wieder genau auf dem Boss gelegen hat? Es ist halt eben genau die Sache. Du bist ein Item von Go-Mode entfernt, das ist Key Sanity. Gehst du jetzt den Maya Go-Mode durch und gehst dann aber nochmal rein und verlierst Zeit, weil du es ineffizient spielst, spielst du das sehr effiziente Key Sanity Routing in Maya? Was dich halt nicht so viel Zeit verlieren lässt, wenn da nichts ist, aber es dennoch ein Zeitinvestment ist. Mhm. Wie du es machst, machst du es falsch. Also ich denke, es war jetzt nicht der große Fehler. Es wäre sehr ärgerlich gewesen, wenn das dazu geführt hätte, dass ich verloren hätte, aber da hätte ich dann auch gesagt, okay, wenn dann eben der Big Key nicht ausgerechnet auf dem Boss liegt, sondern Left Side, wobei die ja halt auch nicht mal in Logik sein muss, weil wir nur 2 Keys hatten bis zu dem Zeitpunkt. Und was auch immer das für ein Key da oben auf Lumberjack war. Wir werden es wohl nie erfahren. Ob es der zweite Eis ist. Ich meine, uns fehlen auch 1 Million GT Small Keys. Und Castle Tower Keys habe ich auch keine gesehen. Gut, der kann natürlich da oben nicht liegen, aber. Na, da hast du keinen gefunden. Den hatte ich early. Ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Den einen. Ja, einen hattest du, das stimmt. Ich habe Ice Road Cave nie gemacht. Aber ja, dann war es da. Aber du hattest auch einen rein, du hast ja auch die beiden Checks in Castle Tower gemacht. Nee, ich habe nur den allerersten Check gemacht und als ich drin war, hatte ich keinen Key. Ich habe extra nochmal auf den Keycount geschaut. Okay, gut, dann habe ich. Ich habe den roten Bumerang rausgeholt, aber ich konnte nicht weiter zu dem Zeitpunkt. Danach habe ich keinen gefunden, soweit es mir aufgefallen wäre. Okay, nee, dann habe ich das geträumt. Alles klar. Naja, aber das muss dann eigentlich, der Key muss ein Icewood Cave gewesen sein, weil das andere, einzig andere, was noch relativ früh hätte sein können, was offen wäre, wäre das Ether Tablet und das war auch nicht sehr früh. Nee. Da lag auch ein GT Small Key drauf, glaube ich. Oder vielleicht Desert Right Side, das wäre natürlich auch möglich, dann das weiß auch. Das sind ja 2 Kisten. Ja. Es könnte auch noch der Thiefstone Small Key sein, den haben wir auch nicht gesehen. Also der jetzt auf Lumberjack liegt. Ja. TT, Maya der zweite, Eis der zweite. Mhm. Gäbe noch die. Und natürlich die GT-Keys, aber ja.
Ja. Eine Frage hat noch an Duden gerade. Du hattest nicht so richtig Lust auf Ice Palace, oder? Ich hätte es gegormodet, wenn ich early reingegangen bin. Und ja. Ich hätte mir gewünscht, dass die Flippers später auftauchen, tatsächlich. Dann hätte ich in Eis nicht viel aufgemacht. Deswegen habe ich es noch ein bisschen aufgeschoben, weil die ganzen TR-Small Keys in dem Moment noch gefehlt haben und die wollte ich nicht skippen. Oh, okay. Ja, ich hab halt so gedacht, du hast ja quasi alles, was man für Eisbettes haben möchte. Mit dem Somaria, dem Big Key und allem drum und dran. Ja. Okay. Ich hatte auch sehr, sehr viel über Ice Palace nachgedacht, wann ich es machen wollte. Ich war schon einmal halb drin, dann habe ich gesehen, okay, ich habe den Biggie doch noch nicht, ist vielleicht doch nicht die beste Situation dann jetzt gerade. Dann gehe ich dann Ice Palace machen, als ich da zu dem Zeitpunkt, als ich es gemacht habe und finde dann halt direkt im Anschluss die Flippers, wo ich mir auch so denke, ja, danke. Da hätte ich auch noch Lake Hylia und Hobo mitnehmen können. Gut, Mann. Letztendlich hat die Route da sich ja zueinander geführt. Ja, na ja, gut, die Swift Chain war halt auch einfach gestackt mit dem Pilz auf dem Schmied. Gab's ja, war das ja auch schwierig. Ja, Skankter spricht gerade im Chat die Feenzucht an. Ich sehe, wir sehen bei Rallen 4 Feen in den Flaschen. Das ist mir auch gerade eben schon aufgefallen. Also, okay, ich nehm's hin. Ja. Das ist eine gute Überleitung, denn das dritte Raid steht ja jetzt an. Da werden wir wahrscheinlich keine 4 Feen in Flaschen sehen. Das wird wahrscheinlich schwer. Ja. Habt ihr denn schon eine Idee, wann das sein wird? Wahrscheinlich am Wochenende jetzt, oder? Das wird mir der Duden irgendwann verraten müssen, aber es war schon angedeutet, dass morgen es sehr wahrscheinlich nicht sein wird. Ich habe morgen Zeit, tatsächlich. Weil... Noch kein Turnier mehr. Unsere Gegner im Multiturnier können morgen nicht. Ah. Das wird wahrscheinlich dann bei denen auf Samstag, Sonntag rauslaufen. Also morgen könnte ich. Gut, dann vielleicht morgen. Ja. Alles aber dann klar. Gerne ein bisschen später. Ich bin heute sehr, sehr kurz vorm Race-Start erst daheim gewesen. Gut, wenn das für dich passt. Da kann man auch noch eine Stunde extra geben. Top, das wird mir schon helfen. Das ja, freuen wir uns auf jeden Fall sehr auf das Spiel, denn das wird eben nochmal unser Default-Modus Open mit Hard Item Pool. Mein Modus, ja. Let's go. Ich würde sagen, ja, quasi ein Heimspiel für dich, genau. Auf jeden Fall. Ja, an der Stelle sollte man vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, an alle im Chat, Fallout bitte den Racern. Ihr habt gesehen, ihr werdet mit großartiger Unterhaltung hier bespaßt und die spielen auch immer auf extrem hohem Niveau. Das heißt, ihr werdet immer großartigen Content bekommen. Außerdem bitte followt auch Mike Santolos und Kronk natürlich. Nehmt mich mal aus, da ich ja sowieso nicht streame. Und vielleicht haben unsere Racer noch letzte Worte. Na, okay. Wer bricht das Schweigen zuerst? Halt? Ja, ist wirklich so. Nee, hau raus. Die üblichen Sachen. Danke fürs Kommentieren, danke fürs Tracken. Ja, ich bin nach dem Fiasko von Dienstag jetzt etwas persönlicher gestimmt, auch wenn es heute nicht alles gut gelaufen ist. Das ist immerhin kommt jetzt ein Spiel 3. Geht um alles. Bin gespannt. Ist ein interessanter Modus mit dem angepassten Hardheit im Pool. Bin mal gespannt, wie das Ganze sich ausspielen wird und ich hoffe, ich kann eine gute Leistung zeigen. Ja. So viel dazu. Jo, ich schließe mich an. Viel mehr habe ich auch nicht zu sagen. Ich freue mich auf wahrscheinlich dann morgen und jo. Gute Nacht. Ja, ich bedanke mich bei Mike Santolos für diesen sehr spaßigen Kommentar. Es hat richtig viel Freude gemacht, auch bei Chrome. Vielen Dank fürs Tracken und natürlich bei unseren Racern für das tolle Game. Ja, auch nochmal von meiner Seite natürlich. War wirklich schön, hat Spaß gemacht. War mir auch eine große, große Freude. Und hier geht's dann auch direkt weiter gleich. Nämlich quasi in 10 Minuten.
startet das nächste Race. Ja, zwischen... plus eine. Ja, gut. also, Zeit, sagen wir, sagen mal lieber zeitnah. Ja. Zeitnah geht es hier weiter mit dem Race von Magno gegen Skunkner. Die ein Swordless Standard mit Startboots spielen werden. Das erste Spiel der beiden, auch ein Achtelfinale. Ja. Und dort wird dann der Gegner von Schulzer. Also, das ist das erste Spiel und der Gewinner dieses Matches spielt dann im Viertelfinale gegen Schulzer. Das kommt also gleich dann als nächstes. Und ja. Dann nochmal von meiner Seite einen schönen Abend an alle, die dabei sind. Bis demnächst. Bis demnächst.